1000 € Gaming-PCs habe ich euch nun schon einige vorgestellt, aber dieser 1000 € PC ist ein richtiges Preis-Leistungsmonster. Ich habe aus diesem PC versucht, für euch das Maximum an Gaming-Leistung rauszuholen. Natürlich kann man bei diesem PC nicht auf die RGB-optische Schiene gehen, dennoch sieht das Teil gar nicht mal so schlecht aus. Und nun viel Spaß bei meinem 1000 € Preis-Leistungskiller. Die Teile für diesen PC wurden teilweise von Dubaro, Be Quiet, Bitfenix und KFA2 zur Verfügung gestellt, die Hersteller hatten allerdings keinen Einfluss auf dieses Video. Das Herz dieses 1000 € Gaming-PCs, und ich weiß, viele können diesen Prozessor schon gar nicht mehr sehen, aber es ist der Ryzen 5 1600. Mit seinen 6 Kernen und 12 Threads bei einem Basistakt von 3,2 und einem Boost von 3,6 GHz passt er bei einem Preis von ca. 150 € auch einfach in richtig viele verschiedene Konfigurationen. Rein. Sei es nun ein 600 € Gaming-PC oder eben ein 1000 € Gaming-PC, der Ryzen 5 1600 ist sehr vielseitig einsetzbar und hat momentan wahrscheinlich mitunter das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit den 12 Threads wird man auch streamen können, also beschweren kann man sich da wirklich weniger. Für die Kühlung ist bei dem Prozessor auch gesorgt, denn der AMD Boxkühler ist wirklich nicht übel. Da die Ryzen-Prozessoren auch nicht so heiß werden, reicht er sogar, um das Teil auf ca. 3,8 GHz zu übertakten, wenn nicht sogar noch etwas mehr. Sehr beachtliche Leistung, wie ich finde, und auch hier kann man dann natürlich das Geld für eine zusätzliche Kühlung sparen. Das Mainboard ist hier das MSI B350 PC Mate. Natürlich hätte man auch auf ein MSI B350M Pro VDH setzen können, allerdings wollte ich erstens den ATX Formfaktor, um das Bild auch irgendwie stimmig zu machen, und dieses Board ist sogar noch etwas besser ausgestattet. Wir haben 4 DDR4 RAM-Bänke, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 4 Lüfter Anschlüsse, sogar einen RGB-Header und einen 7.1 Audio-Chip. Natürlich hat das Board auch noch weitere Features, allerdings würde das jetzt den Rahmen sprengen, aber für einen Preis ab 75 € ist das echt kein schlechtes Brett, auch wenn es keinen Schönheitspreis gewinnt. Beim RAM fällt hier die Wahl auf den Klassiker, der Ballistic Sport LT mit 2666 MHz als Dual-Kit und 16 GB. RAM ist ja das, wo man als allererstes versuchen kann einzusparen, aber hier habe ich mich nicht lumpen lassen und bewusst direkt zu 16 GB gegriffen, weil dieser PC ja auch noch für die Zukunft ausreichen soll. Klar kann man auch erstmal mit 8 GB auskommen, aber die Ära, dass 8 GB irgendwann nicht mehr ausreichen, wird in jedem Fall kommen. In diesem Fall habe ich mich für die weißen Heatspreader entschieden, ob ihr euch aber für Rot, Weiß oder Grau entscheidet, das bleibt am Ende euch überlassen. Kommen wir mal zur wahrscheinlich wichtigsten Komponente dieses 1000 € Gaming-PCs, und zwar der Grafikkarte. Hier habe ich mich ganz bewusst für die KFA2 GTX 1070 Ti entschieden, und in einem 1000 € PC war so eine heftige Grafikkarte schon lange nicht mehr der Standard, allerdings haben sich die Preise einigermaßen neutralisiert und diese Karte ist bereits ab 449 € erhältlich. Damit gehört sie zu den absolut günstigsten GTX 1070 Ti Karten, die man momentan überhaupt kaufen kann, und eigentlich ist es fast egal, für welche 1070 Ti man sich entscheidet, denn die Karte hat einen Vorteil, den andere Karten vielleicht nicht haben. Alle 1070 Ti Karten, seien es nun Karten von Asus, MSI, Zotac, KFA2 oder sonst wem, sind exakt gleich getaktet, denn Nvidia hat es den Boardpartnern untersagt, eine Übertaktung ab Werk vorzunehmen. Übertakten kann man allerdings auch selber, und das werden wir für diesen PC auf jeden Fall tun. Das Kühldesign der Karte kann sich für den Preis aber definitiv sehen lassen. Wir haben 200 mm Axiallüfter verbaut mit einer RGB-Beleuchtung, die dezent, aber wirklich nett ist. Hinten hat sie dann noch eine Backplate, alles ist sehr schlicht und attraktiv gehalten, die Karte belegt nur 2 Slots und mit 8 GB GDDR5 Grafikspeicher prophezeie ich, dass sie noch viele Jahre ihren Dienst vollziehen wird. Und natürlich haben wir sehr viel Plastik verbaut, aber man muss für den Preis auch irgendwo ein paar Abstriche machen. Dafür bekommt man im Gegenzug allerdings sehr viel Leistung zu einem wirklich guten Preis. Bei der Speicherkonfiguration gibt es dieses Mal nicht SSD-only, sondern die Kombination aus günstiger System-SSD und großer Festplatte. Auf der einen Seite haben wir die Patriot Burst mit 240 GB für das System, Standardprogramme und vielleicht noch 1 bis 3 Titel, auf der anderen
anderen Seite haben wir dann eine Western Digital Blue mit 1 Terabyte. Es ist eine Festplatte mit 7200 Umdrehungen und 3,5 Zoll. Für die meisten von euch sollte die Speichermenge auf jeden Fall ausreichen und wenn ihr die maximale Gaming-Leistung rausholen wollt, dann solltet ihr nicht auf ein SSD-Only-System setzen, sondern nur erstmal auf eine System-SSD in Kombination mit einer HDD. Das ist immer noch die günstigste Speicherkombination, die man so fahren kann. Für den Test hier verwende ich allerdings meine Test-SSD mit der Patriot Ignite, weil ich da natürlich alles zum Testen installiert habe, also nicht wundern. Das Netzteil ist das BeQuiet Pure Power 10 mit 400 Watt. Es ist an für sich der Klassiker, denn BeQuiet ist in diesem Netzteil-Business einfach ein super verlässlicher Hersteller. Das Teil hat 80 plus Silber-Zertifizierung, DC-DC-Technik und alle notwendigen Schutzschaltungen an Bord. Zudem werden BeQuiet ihrem Namen natürlich auch gerecht, denn das Pure Power 10 ist kaum hörbar und ich habe mich bewusst für die modulare Variante entschieden, denn das führt uns gleich zum Case, welches in dem PC das Bitfenix Nova TG ist. Ein sehr cooles und elegantes Case, welches in meinem Fall in der weißen Version vorliegt. Es fasst Mainboards bis zur Größe ATX, hat zwei vorinstallierte 120mm Lüfter, wobei einer sogar in meinem Fall ein weißer LED-Lüfter ist. Wir haben einige SSD- und Festplattenkäfige und insgesamt auch super viel Platz. Das Case hat auch noch ein getöntes Seitenfenster und das alles bei einem Preis ab 46€ ist schon beachtlich. Für mich ist es eines der besten Budgetgehäuse, die man aktuell überhaupt bekommen kann, aber man muss bei dem Preissegment einige Kompromisse eingehen. Wir haben nämlich keine Netzteilabdeckung, was auch der Grund für die modulare Version des Pure Power 10 ist und wir haben hinten zwar eine kleine Aussparung für die Kabel, allerdings wird es da mit großen gesleeften Kabelwürsten doch sehr, sehr eng und bei einem modularen Netzteil kann man sich dann auf die Kabel beschränken, die man wirklich braucht. Nichtsdestotrotz ist es für den Preis ein wahnsinnig gutes Case. Besonders diese weiße Version sticht in meinen Augen doch schon irgendwie heraus und gerade mit diesem temperierten Seitenfenster macht das doch ordentlich was her. Ihr fragt mich immer wieder, wie ich denn auf die Preise komme und wenn ich alles auf Geizhals zusammenrechne bei den günstigsten Anbietern, dann komme ich hier auf einen Endpreis von 1028,06 €. Das bedeutet, wenn ihr alles bei den günstigsten Anbietern kauft, könnt ihr den PC für diesen Preis nachbauen. Was ihr dafür bekommt, ist wahrscheinlich einer der schnellsten Gaming-PCs, die in der Preisklasse überhaupt möglich sind. Geschafft haben wir das bei der Konfiguration mit dem günstigen Prozessor, einer günstigen Speicherkonfiguration und vor allem auch einer relativ günstigen Grafikkarte und hier lag der Fokus gar nicht auf der Optik, dennoch finde ich, das Teil kann sich sogar optisch irgendwie sehen lassen. Was meint ihr dazu? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Natürlich wollt ihr aber in erster Linie wissen, was das Teil so rasiert und da habe ich erstmal die CPU auf 3,8 GHz übertaktet und das sollte eigentlich jeder mit dem Boxkühler hinbekommen. Den RAM habe ich auf 2933 GHz geprügelt und die Grafikkarte, da habe ich den Chiptakt erstmal um 146 MHz angehoben und den Speichertakt um 116 MHz. Man hätte da vielleicht noch ein bisschen höher gehen können, aber ich wollte sie nicht ans Limit pushen, um auch so ein bisschen einen Durchschnittswert zu realisieren. Damit macht das Teil im Cinebench Multicore Test 1274 Punkte und im Single-Core Test respektable 154 Punkte. Der Prozessor ist hier auf jeden Fall von der Leistung her schon mal ordentlich und eignet sich auch bestens zum Streamen und Co. Bei CSGO brauchen wir auch gar nicht lange zu toasten, denn mit dem System erhalten wir in Full HD und den höchsten Einstellungen 247 FPS im Schnitt und minimal 154 FPS. Das ist jetzt keine große Überraschung und ja, ich habe mich bei CSGO bewusst für Full HD entschieden, weil ihr immer sagt, ich soll das Game auf niedrigeren Auflösungen testen, wobei weniger als Full HD halten meine Augen einfach nicht aus. Fortnite habe ich dann zum Glück wieder auf WQHD getestet und das Game kann sich wirklich sehen lassen. Ich weiß ja, dass ihr den Titel liebt und deshalb habe ich auch epische Einstellungen bei WQHD gewählt und 91 FPS im Schnitt erhalten und 68 FPS minimal. Das sollte eigentlich für jeden ausreichen, für mehr FPS kann man dann aber noch an den Einstellungen rumschrauben. Mit Battlefield 1 wollte ich auch mal ein CPU-lastigeres Game testen und das kann sich auch sehen lassen. Im Multiplayer über eine ganze Runde hatte ich auf hohen Einstellungen 71 FPS im Schnitt und minimal 56 FPS. Das hat in jedem Fall Spaß gemacht. Rainbow Six Siege interessiert euch ja auch immer und auf sehr hohen Einstellungen und WQHD kann man das immer noch richtig geil spielen. Wir hatten online nämlich 119 FPS im Schnitt und minimal 97 FPS, also das ist mal richtig geil. Als modernen AAA-Titel habe ich dann auch mal Far Cry 5 angesehen und dieses Game ist sehr fordernd, aber auch super gut spielbar auf dem PC. Wir hatten auf sehr hohen Einstellungen und WQHD im Schnitt 75 FPS durchschnittlich und minimal 53 FPS und das ist auch ein bisschen
bisschen der Blick in die Zukunft. Abschließend kann ich nur eine Sache sagen. Auf dieses Teil bin ich absolut stolz. Wir haben für etwas mehr als 1000 Euro richtig Dampf unter der Haube. Der Rechner reicht auch noch aus, um damit zu streamen, und ich denke, dass man mit dem System auch in Zukunft noch wirklich sehr glücklich werden kann. Es ist optisch gesehen nicht das krasseste Konzept, sieht aber dennoch gut aus, finde ich. Das Beste ist aber, dass Dubaro diesen PC nun im Angebot haben. 1028 Euro ist der Preis, wenn man auf Geizhals bei den günstigsten Anbietern kauft, aber da ist natürlich noch kein Versand drin, und für 1099 Euro könnt ihr dieses Ding tipptopp fertig auf Dubaro kaufen, und das finde ich schon mehr als fair, denn letztendlich sind das 70 Euro Aufpreis zu allen günstigsten Anbietern ohne Versand. Schaut da also gerne mal in die Infobox, denn ich habe euch das Ding verlinkt. Jetzt seid ihr aber dran, was meint ihr zu dem Teil? Schreibt das doch gerne mal unten in die Kommentare, denn ich bin wirklich gespannt auf eure Anregungen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne bei den letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.